dieses Kompliment, was ich bekommen habe mit du siehst aber hübsch aus wie eine Jüdin. Es gibt viel mehr antisemitische Vorfälle, als Personen allgemein hindenken. Anna, Münih'te kanser araştırmacısı ve Doron, Berlin'de görevli bir hakim, çoğu insanın yalnızca manşetlere çıktığında farkına vardığı, onlarınsa günlük yaşamlarında sürekli tecrübe ettiği şey, Yahudi oldukları için karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık. Es ist ein aktuelles, reales Problem. Es ist nie weggegangen. Üstü kapalı olabilir, yüzünüze karşı olabilir, Yahudi karşıtlığını fark etmek güç olabilir, hatta kendi içinizdekini bile. Durun durun, daha bitmedi. Man muss nicht unbedingt eine böswillige Intention haben, um etwas Antisemitisches zu sagen. Ich würde mich dem liberalen Judentum zuordnen. Wir sind eine traditionell orientierte Gemeinde. Ganz großer Fall hier auch mit dem Fahrrad und Motorrad vor unserer Synagoge. Jemand herumgefahren, Heil Hitler gerufen. Um Kita-Bringzeit, also um 8.30 Uhr, wo eben auch ganz viele Mütter oder Väter die Kinder bringen. Und dann wurde ich mit dem Spruch konfrontiert, zwar auf einer Party, hat Hitler eine vergessen oder was? Nazi Almanyası'nın diktatörü Adolf Hitler, 6 Millionen Yahudinin systematik bir şekilde öldürülmesinden sorumlu. Und wie man in so einer Situation umgeht, als jüdischer Mensch, das ist, ich war erstmal ein bisschen perplex. Ich hatte einen Gespräch, also es war angedacht als eine Reportage für ein großes deutsches Magazin. Am Ende noch so ein bisschen, weiß nicht, Kaffeebar war das, glaube ich, saßen noch zusammen. Die Frage für mich so ein Stück weit schon aus dem Nichts, ja, jetzt mal ehrlich, bei Juden geht es schon immer ums Geld. Moment, habe ich keinen richtig gehört? Ve bu yüzyıllardır kullanılan kinayelerden sadece biri. Aslında Yahudi karşıtı kinayeli laflar yeni bir şey değil. Nesilden nesile aktarılıyor. Her dönemde yeniden ortaya çıkıyorlar. Yeni ve daha parlak bir ambalaj içerisinde. Antisemitismus hat sehr sehr viele verschiedene Spielarten. Miriam Wenzel, Frankfurt Yahudi Müzesi'nin direktörü. Şimdi şu para ve zenginlik meselesine bir bakalım. Also historisch ist das natürlich so, dass Juden in Europa von vielen Berufen ausgeschlossen waren. Und zu den Berufen, die sie ausüben durften, gehörte klassischerweise der Münzhandel, der Geldwechsel. Das war in der frühen Neuzeit so, dass, und daraus erwuchs dann diese Vorstellung, dass Juden Geld zu tun haben. Özellikle kriz zamanları antisemitik kinayeler ve komploların filizlenmesine uygun bir zemin sağlar. Muhtemelen en çok bilinen Yahudi aleyhtarı komplo teorisi görünmez eldir. You can't see it, it's not there, but there is an assumption that there is something sinister. Ari Dubnov, George Washington Üniversitesi'nde tarih profesörü. We saw it even in cases like the COVID pandemic, right? These questions of who exactly benefits from the COVID and then implying that actually it's a conspiracy of a Jewish, you know, businessmen and companies that are producing the vaccines and so on. Dünyayı arka planda gizlice küçük bir grubun yönetmesi pratik bir düşünce olabilir ama gerçekte dayanağı olmayan çok eski bir komplo teorisi. Es ist natürlich tatsächlich die antisemitische Kernerzählung überhaupt. Und die ist eine christliche. Bu görünmez el, Hristiyanlığın Avrupa'da baskın din olmaya ve Yahudilere zulmetmeye başladığı orta çağlara kadar uzanan temelsiz bir antisemitik kinayedir. Das heißt, die Verschwörung, dass Jüdinnen und Juden im Geheimen irgendetwas tun, ist immer Bestandteil von Mobilisierung von Gefühlen, die dann wiederum zu Gewalthandlungen führen. Mir persönlich ist es super häufig begegnet und ich frage mich nur, was besprechen Deutsche eigentlich bei so einem Weihnachtsfamilienessen, wenn so antisemitische Verschwörungstheorien auf dem Tisch liegen, ja? Schweigt man dann oder sagt man was? Bir şey söylemeleri gerekir, çünkü antisemitizmi görmezden gelmek onun yok olacağı anlamına gelmez. Almanya'dan bahsetmeye devam edelim. Günümüzde çoğu Alman için antisemitizmle yüzleşmek neden bu kadar zor? Belki de bunun başarılı bir şekilde üstesinden geldikleri bir şey olduğunu düşündükleri içindir.
Ich glaube, dass viele Menschen assoziieren Antisemitismus ausschließlich mit dem Zweiten Weltkrieg. Und die glauben, dass Hitler Antisemitismus erfunden hätte und dass es 45 vorbeigegangen ist. Und es halt einfach komplett ahistorisch. Bu da bir başka boyut. Antisemitizm sadece Nazilerle ilişkilendirilemez. Ancak Yahudiler yüzyıllar boyunca şiddete, sürgüne, zorla din değiştirmeye ve sistematik zulme maruz kalmış olsalar da Nazi döneminin acımasızlığının hiç şüphesiz benzeri yoktu. 1933'ten itibaren Naziler bir ayrımcılık ve düşmanlık kültürü yaratmak için Yahudi karşıtı yasaları ve propagandayı kullandılar. Nazi işgali altındaki Avrupa'nın her yerinde Yahudiler sonunda getolarda gözaltına alındı ve toplama veya ölüm kamplarına sürüldü. Burada zorunlu çalışmaya, vahşete ve toplu katliama maruz kaldı. Nazi Almanyası savaşı kaybedene kadar 6 milyon Yahudi katledildi. The minute we automatically think that the step next after antisemitism is already Holocaust, we find it problematic to identify the more sinister, the more mundane, the discriminatory practices, the tropes, the trafficking of stereotypes, that is not automatically tomorrow is leading, God forbid, for a complete nihilism and the genocidal practices. Antisemit bin ich ja jetzt nur, wenn ich befürworte, dass Juden in Gaskammern gesteckt werden. Und alles darunter ist ja legitime Kritik und Auseinandersetzung in der Sache. O zaman yanlış anlaşılma olmasın. Cinayet, antisemitizmin yalnızca en aşırı biçimidir. Örneğin bu da antisemitizmdir. Oh, du bist aber viel zu hübsch für eine Jüdin. Peki bu insanı nasıl etkiliyor? Man merkt es, wenn meine Oma mir an Pessach Mazot gibt und ich die ins Auto packe und sie sagt, nein, lass sie niemals offen liegen, versteck sie. Ich möchte nicht, dass meine NachbarInnen sehen, dass wir jüdisch sind. Es gibt viele Juden und Jüdinnen in meinem Freundeskreis, die nicht offen mit ihrem Judentum umgehen, weil sie eben schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Antisemitismus. Mich selbst stresst es einfach, mich 24/7 zu verstellen und ich gehe einfach offen mit meinem Judentum um und wenn jemand ein Problem damit hat, dann sollen die es einfach mit mir klären. Ich glaube, es gibt da verschiedene Reaktionen, da wird es auch so ein bisschen individuell. Es gibt die, und manchmal auch der gleichen Person alle, einerseits das Gefühl von, ich hole die Koffer raus, ich muss doch wieder gefasster sein, was hier passiert. Kann ich hier wirklich zur Gesellschaft gehören? Dauerhaft werde ich ausreichend geschützt? Wo geht die Reise hin? Bazı Yahudilere göre güvende oldukları tek yer İsrail, dünyadaki tek Yahudi devleti. 1950'den beri dünyanın her yerinden Yahudiler ve Yahudiliğe sonradan geçenler İsrail'e yerleşme ve İsrail vatandaşlığı alma hakkına sahip. Für mich als gläubige Jüdin hat es schon eine Bedeutung, wenn ich dort jüdische Feiertage zelebrieren kann. Und eben also zum einen als Rückzugsort und als Gefühl, da ist auch ein Land, zum anderen auch einfach, um ein bisschen dort zu sein und vielleicht auch mal sozusagen nicht das Gefühl zu haben, in einer Minderheit zu sein. Das hat historisch einen hohen Stellenwert für Juden und Jüdinnen, aber auch mit meinem Davidstern auf der Straße zu laufen und zu wissen, dass nichts passieren wird. Das ist schon ein unglaubliches Gefühl als Jude und als Jüdin. Ancak İsrail Devleti'nin kuruluşundan bu yana geçen yıllar antisemitizmin yeni bir yüzünü ortaya çıkardı. İsrail bağlantılı antisemitizm. Çoğu zaman İsrail'le bağlantılı siyasi olaylar da antisemitik saldırılarda artışa neden oluyor. Özellikle de İsrail-Filistin çatışmasında bir alevlenme olduğunda hem de bölgeden çok uzaklarda. Sobald es einen Konflikt in Israel gibt, wird auch hier unmittelbar die Stimmung härter, unangenehmer. Was immer für mich so ein bisschen irritierend ist, ist, wenn ich sage, dass ich Jüdin bin und dass andere Menschen mich dann für die Politik Israels kritisieren oder mich dafür in Verantwortung ziehen. Ich habe keinen israelischen Pass, ich kann dort nicht wählen, ich habe dort kein Wahlrecht, ich kann die politische Lage nicht mitbestimmen und ich bin keine Israelin. Aslında dünyadaki Yahudilerin büyük çoğunluğu İsrailli değil ve çoğunun ülkeyle bir bağlantısı yok. Wenn mich jemand fragt, was ist aus deiner Sicht gerade eben in Israel los und das ohne einen anklagenden Unterton und ohne, was machst du da schon wieder und deine Leute, sondern einfach fragt, was ist denn deine Einschätzung davon, vielleicht hast du auch andere Informationen, dann rede ich und antworte ich dem natürlich auch normal, aber eben der Ton macht die Musik. Yani dünya genelindeki Yahudiler İsrail'in politikalarından sorumlu değildir. İsrail hükümeti elbette eleştirilebilir
Ancak antisemitizmle siyasi tartışma arasına nerede sınır çekeceksiniz? I would draw the line in several cases. Demonstrating not in front of the Israeli embassy, but in front of a synagogue, that's already starting to blur the line. Da haben wir schon gleich eine der zentralen Probleme, dass in der Kritik an der Regierungspolitik Israels sehr häufig in der Konnotation die Infragestellung des Existenzrechts gemeint ist und mitschwingt. Forcing Jews to, whether they we talk about Israel or not, automatically when they enter into the room, state your position regarding Israel. Are you pro or against? You have to state it very clearly up front. This is also, you know, if not borderline antisemitism, it's upfront antisemitism. It automatically assumes that the every Jew per definition by them being Jewish are in a way agents of the Israeli government and so on and so and so forth. Konu çok hassas. Peki ne yapmalı? İsrail ve izlediği siyaset konusunu hiç mi açmamalı? Deswegen bin ich auch so ein bisschen vorsichtig bei diesen Vorwürfen. Man darf gar nicht über Israel reden. Natürlich ist uns Israel nah und natürlich ist es für die meisten von uns bedeutsamer als viele andere Länder. Aber eben, man kann eben normal drüber reden und sprechen. O halde İsrail'in politikalarını eleştirmek sorun değil ama İsrail'in politikalarıyla Yahudiliğini karıştırmak sorun ve çoğunlukla antisemitik. Günümüzde antisemitizm sosyal medya sayesinde çok hızlı yayılabiliyor. Bu bilgiyi nereden aldığınız konusunda daha dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelir. Like reading the fine print on any food that we put into our body, we need to be careful. The fact that it's simply out there and people are retweeting it or sharing it on Facebook doesn't guarantee anything in terms of its validity. Often, unfortunately, the opposite. O halde bunu akılda tutarak okuduğunuz her şeye inanmayın. Dünyanın her yerinde Yahudiler antisemitizme maruz kalıyor. Ne zaman ve nerede olursa olsun antisemitizm sonuçta aynı kinayelere, aynı ön yargılara ve aynı nefrete dayanıyor. Mücadele etmek kolay değil. Yine de Yahudi olmak demek bu nefretle mücadele etmekten çok daha fazlası demek. Das ist vielleicht schon das, was wünschenswert wäre, wenn man auch immer wieder versucht, auch das aktive jüdische Leben mit in den Blick zu nehmen und zu zeigen, was findet eigentlich statt. Weil es auch auf jüdischer Seite, glaube ich, immer eine große Gefahr ist, dass man selber dann nur noch in diesen Dimensionen denkt und eigentlich ein bisschen vergisst die positiven Seiten und so weiter, was eigentlich los ist. Mit dieser Opferrolle kann ich mich persönlich auch überhaupt nicht identifizieren. Ich trage meinen Davidstern immer offen und ich bin eine stolze Jüdin. Und so laufe ich auch durch Münchens Straßen als stolze Jüdin.